Hallo und herzlich willkommen zu einem neuen Video von mir und willkommen auf meinem Kanal. Heute gibt's mal wieder ein Beef Jerky Tasting und wir schauen uns alle vier Sorten von Simbo an. Viel Spaß! Es ist Mittwoch und ihr denkt euch bestimmt, warum zum Teufel gibt's heute ein Video? Ganz einfach, wegen der Pandemie da draußen. Ja, habt ihr bestimmt mitbekommen, solltet ihr mitbekommen haben, auf jeden Fall, hoffe ich. Ich habe einfach ein bisschen mehr Zeit und ihr wahrscheinlich auch. Und damit euch nicht langweilig wird, gibt's diese Woche 4 Videos statt der gewohnten 3. Ob ich das weiter so machen kann, wie lange ich das machen kann, kann ich noch nicht sagen. Kommt immer drauf an, ob mich das Geschäft anruft. Ja, meine eigentliche Arbeit steht quasi auf Abruf. Und es kann sein, dass nächste Woche einfach wieder die gewohnten 3 Videos kommen. Aber diese Woche 4. Ich denke, ihr freut euch. Hoffe ich zumindest. Kurze Anmerkung, wie immer. Das heutige Video ist ein gesponsertes Video. Und zwar hat mir der Jerky Shop die 4 Beef Jerkys von Simbo umsonst zukommen lassen, damit ich euch dieses Video liefern kann, dieses Tasting liefern kann. Vielen Dank an den Jerky Shop. Macht wirklich Spaß mit euch. Ist eine sehr unkomplizierte Geschichte. Danke für alles. Natürlich geht ihr bei der Sache nicht leer aus. Wie die letzten Videos schon erwähnt, wenn ihr beim Checkout The 80s Child angebt, im Kommentarfeld packt euch der Jerky Shop eine kleine Überraschung mit rein. Ja, nichts Großes, aber immerhin, ein prozentualer Rabattcode ist leider durch den Shop selbst nicht möglich, auf der technischen Seite. Auch hier vielen Dank an den Jerky Shop, dass sie es möglich machen, ja? Dass ich euch was liefern kann und die auch eine Kleinigkeit mit ins Paket packen. Vielen Dank. So, also, Simbo, wir fangen an. Simbo Beef Jerky, made in Germany. Made in Germany, das ist schon mal richtig cool. Und beim Simbo-Fleisch handelt es sich um 100% Fleisch aus Bio-Freilandrind. Ist eine richtig coole Geschichte. Und ja, die Rinder werden natürlich gehalten und das Jerky selbst ist luftgetrocknet. Vom Preis her, ja, Bio-Fleisch. Ist ein bisschen preisiger das Ganze. Diese 75 Gramm Beutel kosten im Jerky Shop 4,90 Euro. Und davon sind 3 im Programm. Simbo hat insgesamt 4 Sorten. 3 davon sind 75 Gramm Beutel. Und das Honey Barbecue ist, warum auch immer, keine Ahnung, ein 25 Gramm Beutel und den gibt's für 1,90 Euro. Nur damit ihr Bescheid wisst. Und ich halte jetzt mal alle in die Kamera. Es sind, wie gesagt, alle 4 Sorten, die es von Simbo gibt. Das ist das Classic. Dann haben wir hier Beef Jerky Pepper. Dann gibt es, wie gerade eben gezeigt, Honey Barbecue. Und zu guter Letzt Sweet Chili. So, und natürlich werde ich das Chili wieder als letztes probieren, weil ich mir die Palette nicht versauen will. Falls es doch scharf sein sollte, ja, kann ich die anderen dann nicht mehr schmecken. Und ich würde sagen, wir fangen wie immer an mit dem Tasting, mit dem Classic. Und ich lese euch auch hinten einfach mal bei dieser einen Sorte vor, was da so drin ist. Rindfleisch, Speisesalz, Gewürze, Speisesalz geräuchert, Speisesalz Ahorn, Eichen, Hickory, Holzrauch, Antioxidationsmittel, Natrium, Ascorbat,
Konservierungsstoff Natriumnitrit. Und Natriumascorbat ist quasi dafür zuständig, dass das Fleisch die schöne Farbe behält. Ja, die ganzen Jerkys hier sind luftgetrocknet, wird dann nicht besonders ansehnlich. Meiner Meinung nach ist es bei Jerky eigentlich egal. Es sieht nie wirklich appetitlich und schön aus. Die haben es hier aber so gestaltet, dass sie die schöne rötliche, rotbraune Farbe behalten wollen, haben sie entschieden. Und deswegen Natriumascorbat und Natriumnitrit ist einfach ein Konservierungsstoff. Ja, macht das Ganze länger haltbar. Ist es legitim? Ja, ist es, muss es unbedingt sein? Nicht unbedingt, okay? Nur damit ihr Bescheid wisst. Also, wir probieren Beef Jerky Classic. Riechen wir mal an der Tüte. Ist ein Zipperbeutel, coole Geschichte. Ja, hat nicht ganz geöffnet. Zipperbeutel, coole Geschichte, kann man immer verschließen. Vom Geruch her, uiuiuiui. Hat einen sehr, sehr intensiven Fleischgeruch. Geht fast schon in Richtung Leberwurst, so ein bisschen. Also relativ deftig, relativ dunkel vom Geruch her. Die geräucherten Noten riecht man auf jeden Fall durch. Riecht wirklich lecker. Wirklich gut. Ja. Definitiv gut gewürzt vom Geruch her. Pfeffer ist mit dabei. Und ich würde sagen, wir probieren mal. Von der Größe her, ja, eher klein. Schöne Bissgröße, jetzt keine Riesenranken wie bei den Meatmakers. Ja, sind kleine Happen. Relativ dünn das Ganze. Von der Konsistenz her, ja, ist noch leicht feucht, ist noch biegbar, ist nicht ganz so extrem durchgetrocknet wie das Grizzly Foods zum Beispiel. Ich verlinke euch das Video auf jeden Fall hier oben, könnt ihr euch anschauen. Da ist auf jeden Fall noch Feuchtigkeit mit dabei und man spürt auch beim Anfassen noch, dass es ein bisschen feucht ist. Sehr, sehr schöner Beef-Geschmack. Vom Geschmack her eher dunkel gehalten. Ich will nicht sagen, dass es in Richtung Wild geht, aber es ist ein sehr, sehr satter, dunkler Fleischgeschmack. Gut salzig das Ganze. Sehr stark gewürzt, jetzt nicht unangenehm stark, ja. Aber viel mehr dürfte es jetzt auch nicht sein. Vom Salz her, hat wie gesagt eine schöne Würze mit drin. Fleischgeschmack sehr, sehr dunkel, sehr, sehr herzhaft. Noch nicht in Richtung Wild, aber in die Richtung. Okay, es ist ein sehr, sehr schmackhaftes Fleisch. Von der Konsistenz her, so wie Fleisch sein sollte, so wie Trockenfleisch sein sollte. Es ist jetzt nicht so eine Presspappe, ja, wie es bei manchen Herstellern gibt, sondern man schmeckt tatsächlich die Fasern beim Kauen. Ja, die spürt man beim Kauen. Ist eine wirklich ganz, ganz tolle Geschichte und schmackhaft ohne Ende. Ja. Mir läuft jetzt noch das Wasser im Mund zusammen. Hat richtig, richtig viel Geschmack. So, dann machen wir mal weiter mit Beef Jerky Peppered. Was war das hier? So, davor nehmen wir einen Schluck. Und zwar gibt es heute was Italienisches, ein Crodino zum Wohl.
Oh. Von der Fleischnote her ist es die gleiche. Auch hier wieder sehr dunkel, sehr würzig. Und hier schwingt aber im Hintergrund eine recht süße, pfeffrige Note mit. Riecht atemberaubend gut. Ja, eine pfeffrige, dunkle Schinkennote plus ordentlich Fleisch mit dabei. Riecht richtig gut. Probieren wir mal. Auch hier wieder vom Aussehen her. Ich halte es euch mal in die Kamera. Relativ kleine Stückchen. Und hier sieht man recht gut, dass das Fleisch im Prinzip nicht angelaufen ist. Es hat noch eine schöne Farbe. Liegt natürlich an den Konservierungsstoffen. Ja, wenn man das ohne macht, sieht es definitiv ein bisschen unappetitlich aus. Aber wie gesagt, für mich ja, tut es nichts zur Sache, wie gut ein Trockenfleisch aussieht. Für mich persönlich könnten die Bissen, die Streifen, ein kleines bisschen größer sein. Ja, das sind von der Größe her sind das wie die Kaugummis, die man früher aus den Packungen herausgepresst hat. Diese rechteckigen, so in der Größe sind die, könnt ruhig ein bisschen größer sein, das Ganze. Wie schmeckt's denn? Pepper. Auch hier vom bisher wirklich, wirklich toll. Wenn man es bei Beef Jerky, bei Trockenfleisch noch sagen kann, ja, es ist noch saftig, es ist nicht, es ist keine Schuhsohle, ja, es ist jetzt kein Stück Pappe mehr, sondern es ist tatsächlich noch schön saftig vom Biss her. Man spürt die einzelnen Fasern im Fleisch. Macht richtig was her. Geschmack hervorragend, sehr, sehr pfeffrig. Auch hier wieder gut Salz mit dabei. Die sind sehr, sehr gut und stark gewürzt. Absolut hervorragend. Wirklich. Sehr, sehr leckeres Beef Jerky, muss ich sagen. Das Mundgefühl ist absolut perfekt. Ja, soweit man das bei Beef Jerky sagen kann, kann ein bisschen zäh sein und so weiter. Ist jetzt bei dem nicht der Fall. Hammer. Schöne Pfeffernote. Richtig gut. So, dann gehen wir mal an Beef Jerky Honey Barbecue. Und auf das habe ich mich am meisten gefreut. Das ist nämlich eine der Sorten, die man jetzt nicht bei jeder Beef Jerky Marke findet. Das Original, Peppered, Chili und so weiter wiederholt sich ein bisschen. Ja, gibt es so gut wie bei jedem Hersteller. Honey Barbecue nicht. Deswegen bin ich da schon ganz wild drauf. Ist das Senf mit dabei? Blütenhonig. Okay. Für mich in der Nase eine ganz, ganz süße, pfeffrige, schöne Note, eine leicht fruchtige Note ist mit dabei. Und ich könnte schwören, dass das Senf mit dabei ist. Riecht so leicht senfig. Wirklich, wirklich ganz, ganz tolle Note. Und hat auch einen Touch tatsächlich von Barbecue-Soße. Ja, das geht so in Richtung Barbecue-Soße, Honig, Senf, so in die Richtung ungefähr. Auch hier wieder von der Größe her die kleinen Brocken. Die halte ich euch auch noch mal in die Kamera. Ja,
Und auch hier wieder, das Fleisch sieht wirklich sehr, sehr schick aus. Jupp. Sehr, sehr gut. Schade, dass es nur 25 Gramm sind. Hat natürlich jetzt mit solchen Qualitätsprodukten überhaupt nichts zu tun. Aber ich muss den Geschmack irgendwie beschreiben. Okay? Für all diejenigen unter euch, die schon mal bei dem großen gelben M waren, da gibt es Chicken Nuggets und zu diesen Chicken Nuggets gibt es meinen persönlichen Favorit unter den Soßen und zwar ist es die Honig-Senf-Soße. Stellt euch einen sehr, sehr dunklen, herzhaften, mundwässernden Fleischgeschmack vor und dann ein leichter Hauch von dieser Soße. Göttlich, der absolute Hammer, richtig schöne Kombination. Von der Würzung her, ja, da ist dieses Mal mehr diese Soße im Vordergrund. Es ist weniger salzig, weniger pfeffrig, es ist etwas süßer und hat eben diesen Honig-Senf-Soßen-Touch. Hammer Beef Jerky. Richtig, richtig gut. So, kommen wir zum letzten. Beef Jerky Sweet Chili. Auch hier nochmal zum Wohl. Oh ja. Auch hier wieder ist ja immer das gleiche Fleisch, ist klar. Dunkle, dunkle, herzhafte Fleischnote. Süße Paprikanote. Allgemein riecht dieses Jerky sehr süß, sehr herzhaft. Im Hintergrund leicht säuerlich. Weiß nicht, ob ich es machen soll. Ihr kennt die Brocken. Ja, ich mach's. Komm. Auch hier wieder ganz, ganz kleine Fleischhappen könnten, wie gesagt, für meinen Geschmack ein bisschen größer sein. Schauen wir mal, wie scharf es ist. Pikant, pikant, wenn es hochkommt. Ja, also ich würde sogar so weit gehen, dass ich sagen würde, das könnte ich ohne Probleme meiner vierjährigen Tochter geben. Ja, es ist eine minimale Schärfe mit dabei. Allgemein vom Geschmack her für mich das Unaufregendste. Ich will nicht sagen, dass es schlecht gewürzt ist, aber ist so ein bisschen langweilig, ja. Man hat eine leichte Schärfe auf der Zunge. Das war's aber auch. Das hier schmeckt ein bisschen langweilig und hat eine leichte Schärfe mit drin. Ich sag nicht, dass es schlecht ist. Auch hier wieder die Fleischnote ist exzellent. Die ist richtig gut. Aber wäre jetzt nichts, was ich persönlich, und das ist, nee, ja, das ist einfach mein Ding, ich würde mir diese Sorte wahrscheinlich nicht unbedingt kaufen. Ich würde eher auf die Honey Barbecue und auf die anderen zwei Pepper und Classic gehen. Das hier ist jetzt, ja, kickt mich nicht so.
So, dann sind wir durch mit dem Zimbo Beef Jerky. Ich hoffe, euch hat es mal wieder gefallen. Die Resonanz nach dem letzten Video war überragend gut. Es freut mich wirklich sehr, dass die Videos so gut bei euch ankommen. Macht wirklich Spaß, das Ganze zu testen, euch was Neues zu liefern und euch den Abend so ein kleines bisschen zu versüßen. Wenn ihr meinen Kanal noch nicht abonniert habt, schenkt mir ein Abo. Vergesst nicht, die Glocke zu aktivieren, damit ihr auch jeden Upload mitbekommt. In dem Fall, ich wünsche euch einen wunderschönen Tag, einen wunderschönen Abend und eine wunderschöne Nacht. Was auch immer. Bleibt mir gesund. Passt auf euch auf. Wir sehen uns bald wieder beim nächsten Video. Bis denn. Ciao, ciao.